Mein Name ist Marcel Lamé, bin CrossFit Box Inhaber von CrossFit Blue Pit, zusätzlich noch Coach und ebenfalls Inhaber von Hole in One Athletics PT Studio. Nebenbei bin ich noch CrossFit Athlet und gehöre zu den Top 10 in Deutschland. Okay, CrossFit unterscheidet sich in dem Sinne von anderen Sportarten, als dass wir viele, viele Energiesysteme gleichzeitig trainieren, also anaerob, aerob, haben viele Elemente drin, viele Trainingsmethoden, unterschiedliche Trainingsmethoden, wie zum Beispiel das olympische Gewichtheben, wie aber auch Gymnastics-Anteile, Leichtathletik-Anteile, wie das Laufen, aber auch Monostructural-Elemente, wie zum Beispiel das Rudern auf dem Concept 2, aber auch das Assault-Bike-Fahren oder zum Beispiel das Laufen auf dem Airrunner oder in der freien Natur. Die meisten Verspannungen treten wirklich bei den Athleten da auf, wo wir eigentlich nicht die Probleme verursachen, sondern wirklich die Symptome nur spüren. Das heißt, wir haben erstmal Probleme in den Scharniergelenken, das heißt Kniegelenk, Ellenbogengelenk ganz spezifisch. Hauptproblem besteht dann aber mehr in der Hüfte. Das heißt, die Hüfte ist meistens dann zu stabil bzw. zu unbeweglich und daraus resultieren dann eventuell sogar Schmerzen im unteren Rücken. Probleme im Ellenbogen resultieren meistens daraus, dass einfach die Schulterblattbeweglichkeit deutlich limitiert ist aufgrund des hohen Tonuses, zum Beispiel im Trapezius. Okay, also gegen diese Verspannungen werden wir grundsätzlich erstmal global arbeiten, das heißt zum Beispiel mit der Black Roll arbeiten, um einen myofaszialen Release zu schaffen bzw. eine neuronale Anbahnung. Dann werden wir ziemlich lokal reingehen mit dem Lacrosseball, aber auch mit dem TMX, mit den Pyramiden. Danach geht es dann halt aus der Release-Phase, aus der neuronalen Anbahnung, halt direkt in die Mobilitätsphase rein. Beschäftigen wir uns dann mit Anspannungs-Entspannungs-Dehnungsmethoden. Und erst danach geht es dann Richtung Stabilität. Das heißt, wir stabilisieren dann die Bewegungsreichweite bzw. die Range of Motion, die wir vorher geschaffen haben. Okay, wenn wir behandeln, dann sind es häufig Bereiche in der Hüfte, das heißt gerade der TFL wie auch Gluteus Medius Minimus, die wir ganz häufig dann aber auch mit den TMXen selbst bearbeiten, zum Beispiel in Form dessen, dass wir uns an die Wand stellen mit dem TMX und da die Punkte wirklich isoliert raussuchen. Nächster Punkt ist natürlich, ich habe vorhin gesprochen von Ellenbogenschmerzen, da gehen wir häufig dann in den Trapezius rein bzw. ins Levator Scapulae, um den halt dann mit dem TMX zum Beispiel oder mit dem Lacrosseball eventuell mit Hilfe des Pfostens zu triggern. Also TMX speziell für die Prävention sehe ich schon. Wie gesagt, ein bisschen schwieriger, weil wir ja erstmal die Problemzonen der einzelnen Athleten bzw. der Kunden ermitteln müssen. Und dann sind wir ja schon direkt in der Regeneration drin. Wir können allerdings präventiv gegen eventuelle Schmerzen vorbeugen, indem halt gerade, wie gesagt, über bestimmte Screening-Verfahren Bewegungseinschränkungen ganz klar deklariert werden bzw. herausgefunden werden und somit dann halt über TMX zum Beispiel ziemlich lokal bearbeitet werden können. Genauso ist auch in der Regenerationsphase, gerade wenn wir zum Beispiel lange Läufe hatten, der Gastdruck nehmen muss das zum Beispiel zu, dann können wir den zum Beispiel sehr, sehr gut über den TMX selbst triggern. Aber auch andere Bereiche wie zum Beispiel, wie gesagt, vorhin schon Gluteus Medius und Minimus, die halt gerade, wenn wir viele Squats machen, wenn wir viele Läufe machen, gerade in der oberen Ebene viel stabilisieren müssen, die können wir dann ganz gut auch präventiv schon vorher triggern.